Und es hat ja auch eine gesellschaftliche Auswirkung. Wir reden über einen Gesellschaftsrat, der nirgends vorgesehen ist. Das ist ein Schritt in die Räterepublik, die Ihnen natürlich gefällt, ist mir völlig klar. Ist aber völlig anderes als das, wie in der Demokratie entschieden wird. In der Demokratie entscheiden nicht diejenigen, die die Gewalt anwenden und hier überall wirklich Unglück übers Land bringen. Stellen Sie, also ich weiß gar nicht, wie man das rechtfertigen kann. Ein Oberbürgermeister darf aber nicht mit anderen sprechen als Folge der Androhung schwerer Straftaten gegen eine Stadt, denn dann sind wir fernab eines Rechtsstaats. Wenn dann in den Kirchen zugelassen wird, dass da Pressekonferenzen stattfinden, wenn ein großes Unternehmen, ÖkoVolt, sich bereit erklärt, alle Geldstrafen zu bezahlen, und wenn die Herren und Damen Täter sagen, macht uns alles nichts aus, Geldstrafen bezahlt ja die Industrie oder andere Spenden, und dann gehen sie mal in die Tiefe, wer denn, von wem denn diese letzte Generation lebt, welche Spenden sie kriegt. Sie kriegt Spenden von Institutionen und Vereinen, die öffentlich gefördert werden. Das sind doch die Skandale, die dahinter stehen. Und dass der Staat dann mehr oder weniger auch ohnmächtig zusieht und sich nicht richtig traut einzugreifen, das sind doch alles die Hintergründe, weil dann eine ganze Mafia, grün-linke Mafia dahinter steht.